Hallo, liebe Nerds, liebe Gamer, liebe Damen und alle, die Nerd, Gamer oder Dame werden wollen. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem nächsten gemeinsamen Let's Play von Kerbal Space Program und heute geht es das erste Mal auf einen neuen Himmelskörper. Nachdem wir das letzte Mal das Generieren von Wissenschaftspunkten geprobt haben, machen wir damit heute einfach weiter. Wir befinden uns bereits in einem Orbit rund um Kerbin und das Manöver, mit dem wir dann dorthin fliegen wollen, habe ich auch bereits berechnet. Unsere Kapsel heißt Moon 1. Wir befinden uns, wie gesagt, in einem Orbit rund um Kerbin. Bewegen uns gerade zu dem eigentlichen Manöverpunkt. Das Ganze beschleunigen wir auch ein bisschen und werden dann dementsprechend brennen. Wie bereits bei dem Kapitel Tutorial, bei dem Tutorial Navigation und Navball, habe ich das Ganze ausgerichtet auf das Manöver, sodass wir dann nur noch brennen müssen. Wir brauchen dafür 839,4 Meter in der Sekunde, haben in dieser Stage noch 674 Meter in der Sekunde. Das sollte also einigermaßen besser sein. Diese Rakete sind bis in diesem Fall ein bisschen breiter, sodass wir schön viel Fläche haben zum Laufen. Dabei, Jebediah als unser Kapsel und unter Landung und quasi Bordkram sehr wissenschaftlich und das, was wir das letzte Mal angewendet haben, auch wieder einsetzen können, wie wir das da gemacht haben beim letzten Mal. Wieder relativ wichtig für euch, ich habe mich der Rakete orientiert, die ich das letzte Mal benutzt habe, als ich selbst dieses Self-Games geflogen bin. Das heißt, nicht mehr an wissenschaftlichen Dingen dabei, die ihr vielleicht auch haben könntet zu diesem Zeitpunkt. So, sobald dieser Tempel leer ist, wird automatisch der Leertaste Teil abgesprengt und der nächste entzündet. Das hier drin ist komplett nur zum Rückflug vom Bus nach Kerbin gedacht. Deswegen hier gesperrt. Also ihr könnt das hier freigeben oder sperren, indem ihr einfach einmal draufklickt. Hier seht ihr jetzt diese Durchfahrt für oder Parken verboten Schilder. Normalerweise ist das grüne Pfeil. Jetzt wechseln wir schnell in den Map-Modus, damit wir sehen, wie sich unsere Laufbahn verändert. Angeblich brauchen wir noch 39 Sekunden. Wir sind ein bisschen drüber, was die Zeit angeht, ist aber bei einem so nahen Objekt wie dem Moon über. Sehen könnt, ich habe hier schon ein paar Sachen im Orbit. Das kann man hier in der Map-Übersicht auch ausschalten, wenn man da nichts anderes sieht, außer seine Sachen, sein Objekt, das jetzt gerade wichtig ist. So, jeden Moment ist das Ganze erledigt. Wenn wir unser Flyby-Manöver zum quasi machen. Ich drücke jetzt durch Drücken der Tabulator-Taste schalte ich jetzt die einzelnen Planeten durch, solange bis wir beim Moon sind, weil dann können wir richtig sehen, wie sich unsere Flugbahn verändert. Gebe ich jetzt noch ein bisschen mehr Gas, kommen wir immer näher ran. Sowas, ich habe es schon mal erwähnt, ist besonders dann wichtig, wenn man in einer Atmosphäre einen Aerobrake machen möchte, also mit der Atmosphäre bremsen. Das ginge dann damit zum Beispiel. Da der Moon keine Atmosphäre hat, ist das für uns jetzt hier relativ uninteressant. So, da wir sonst nichts weiter zu tun haben, warpen wir quasi direkt bis hierher. Gucken uns das Ganze hier aus der Ansicht an, wie Kerbin immer kleiner wird. Und wir uns schon direkt beim Moon befinden. Hier gehen wir auf Retrograde, um zu bremsen und an alle von euch, die schon Wissenschaftspunkte generieren wollen, ihr könnt jetzt hier damit anfangen. Bedeutet im Endeffekt, ihr startet eure ganzen wissenschaftlichen Experimente, lasst die einmal komplett durchlaufen und steigt dann mit Bob Kerman aus.
Über Space lasst ihr los und durch Drücken der R-Taste startet ihr das Jetpack. Hier müsst ihr ein bisschen Fingerspitzengefühl entwickeln, weil die Bewegungen teilweise sehr, sehr heftig werden können. Und je nachdem, wie ihr die Maus bewegt, das ist dann das neue Vorne für ihn. Also mache ich jetzt so und drücke nach vorne, bewegt er sich auch dahin. So. Wunderbar. Jetzt sind wir fast genau da, wo wir wollen. Wir können schon mal anfangen, uns die einzelnen Sachen zu nehmen. Und bitte nicht vergessen, das Ganze danach auch wieder zu restoren, damit ihr mit diesem einen Experiment oder mit den einen Experimenten, die ihr dabei habt, möglichst viel an Wissenschaftspunkten generieren könnt. So, wir fliegen zurück in die Kapsel. Das hätte man vielleicht ein bisschen intelligenter machen können hier. Darauf habe ich aber beim ersten Flug zum Moon in diesem Safe Game einfach nicht geachtet. Das war mir da nicht so wichtig. Über F crabben wir. Bewegen konntet ihr euch jetzt ganz normal über WASD und über die Shift- und Steuerungstaste konntet ihr hoch und runter gehen. Wir gehen wieder an Bord und überlassen Jebediah jetzt das Bremsmanöver, indem wir, wie gesagt, retrograde bleiben und einfach maximal Schub Geschwindigkeit verringern, sodass wir im Orbit sind. Und dann werden wir kurz auf der Sonnenseite des Mondes runterkommen, wie ihr auch seht, ich die ganze Zeit dies als maximale Helligkeit vorhabe. Auch hier steht die Möglichkeit, einfach, wenn wir rechts auf die Kapsel von Bord machen, die Daten nochmal zu prüfen. Ihr seht es hier High Over the Moon. Das Ganze gibt es dann auch Near the Moon. Wir da versuchen, noch zu bleiben. Mittlerweile haben wir einen Orbit eingenommen. Hier dürftet ihr wieder ein Achievement davon bekommen haben, dass ihr das geschafft habt. Wenn ihr das Ganze nicht eher als Auftrag angenommen habt. Ja, während hier die Kapsel brennt, die hat halt sehr, sehr wenig Leistung dafür. Ewig viel Brenndauer, ja, oder 9 Minuten noch, vielleicht noch etwas unter 9 Minuten Brenndauer. Wir werden es jetzt haben. Weiter annähern, was man hier oben jetzt auch wieder sehen kann, wenn ihr den Flight Engineer, Kerbal Engineer Mod installiert habt, dass wir uns über dem Biom East Crater befinden. Das heißt, machen wir hier ein EVA, ist das was anderes, als wenn wir es hier jetzt machen, über den Highlands zum Beispiel oder über den Midlands, Lowlands und so weiter und so weiter. An all diesen Stellen könnt ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt, ein EVA machen und bekommt dadurch immer mehr Wissenschaftspunkte. Also alleine das Umrunden des Moon sorgt schon dafür, dass ihr einiges an Wissenschaftspunkten einsammeln könnt. Ihr müsst allerdings dafür den Astronautenkomplex und das Research and Development müsst ihr einmal ausgebaut haben. Nun gut, dann werden wir weiter die Geschwindigkeit reduzieren. Ich habe jetzt die Z-Taste maximal gesetzt. Das Planetium ist jetzt spätestens weg. Wir werden nicht wieder ins All zurückkehren mit der Stufe, die wir jetzt haben. An dieser Stelle kann ich allen nur empfehlen, einmal durch Drücken der Taste F5 einen Quick Save zu machen. Viele tendieren dazu, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell, weil wir total die Eile haben, müssen wir jetzt die Zeit hochdrehen und man darf das nicht verkennen. Wir sind noch bei 500 Metern pro Sekunde über der Oberfläche. Das ist ganz gewaltig schnell möglich. Alle von euch, die Landestützen an Bord haben, empfehle ich, in diesem Bereich spätestens vor Ort zu treffen. Taste G zu drücken. Mit Taste G weiter das Fahrwerk aus. Das hier jetzt das erste Fahrwerk ist. Erst dann gestoßen. Aber wirklich sind im Spiel.
Ganze nochmal wieder. Ich halte mich komplett da drin. Nur ausschließlich Unteilen spielen. Weil was bringt es euch, wenn ich euch jetzt zeige, wie man dann mit der Basis quasi schon auf dem Mond landen kann? Dafür habt ihr nichts. So, es ist jetzt ein bisschen irreführend. Man sieht hier auch, dass wir 13 Kilometer ungefähr über der Oberfläche sind. Gehen wir in die Cockpit-Übersicht. Gibt es dazu? Ja, quasi eine genaue Ansicht. Aber das hier, das ist deutlich genauer als alles andere. Weil es geht hier außen quasi von der Wasseroberfläche aus. Gibt es ja hier auf dem Mond nicht. Deswegen, wie gesagt, ist das hier so deutlich weiter besser. Die letzten 3000 Meter sind wir hier über die Radar Altitude. Heißt, dort, sobald sich dieser Zeiger hier bewegt, ist es für euch sehr, sehr wichtig, dass ihr Geschwindigkeit hier bekommt. Auftreffgeschwindigkeit für die Stützen, die wir jetzt hier dabei haben, sind maximal 6 Meter in der Sekunde. Ihr seht es schon, die Rakete neigt sich immer weiter ein. Ziel ist es, dass hier sind, und dann befinden wir uns wirklich gerade fallen nach oben. Die letzten 120 Meter in der Sekunde vor uns nicht allzu viel mehr Zeit sind, wir haben mit dem Radar Altitude sich zu bewegen. Wie gesagt, so wird dieser Zeiger sich bewegen, wir müssen nicht 3000 Meter über der Oberfläche. Ich schalte nochmal aus. Ihr seht, die Geschwindigkeit steigt gleich direkt wieder. Für alle Mutigen, ihr könntet auch hier jetzt nochmal anfangen, alle wissenschaftlichen Experimente abzuklappern, eine EVA zu machen und so weiter und so weiter. Es besteht die Gefahr, dass ihr euren Körper noch dabei verliert. Der Flächenplanet kommt jetzt zumindest sehr, sehr schnell mehr. Ihr seht es, wir haben jetzt einfach mal derzeit die letzten 500 Meter sind so eingeteilt. Zu sehr die Geschwindigkeit reduzieren. Ne? Ansonsten wartet ihr wirklich ewig, bis ihr unten angekommen seid. Ihr könnt den Antrieb dosieren, sodass ihr langsamer fallt als vorher. Ihr könnt auf Vollgas gehen. Das Ganze ist irgendwann sollte man sowieso den Schatten der Kapsel ziehen. Spätestens dann weiß man, dass man sich wirklich ein bisschen beeilen sollte. Besser jetzt. Das ist jetzt relativ wichtig, die Geschwindigkeit so weit zu reduzieren. Auch hier, man sieht es, sind jetzt nur noch knapp 200 Meter oberhalb der Oberfläche. Wir werden jetzt gleich landen. Solltet ihr das Problem haben, dass ihr wirklich an einer übelsten Schrägstelle landet, dann solltet ihr am besten nochmal durchstarten und durch was Geraderes suchen. Weil nichts ist deprimierender, als wenn die erste Rakete, die auf dem Moon landet, einfach umkippt und die kommt dann nicht mehr weg. Kann mir jetzt hier auch passieren. Ich hoffe natürlich nicht, dass es passieren wird. Deswegen drehe ich noch ein bisschen ein. Und nach dem Aufsetzen direkt den Antrieb aus. Ansonsten habt ihr einfach ein Problem. Jetzt ist genau das passiert, was ich eigentlich vermeiden wollte, nämlich, dass wir auf der Seite liegen. Ich vermute mal, alleine durch unsere Steuerdüsen wird es nicht funktionieren, dass wir uns wieder aufrichten. Das war jetzt natürlich wieder optimal. Ach, am liebsten würde ich jetzt die Aufnahme abbrechen, aber solche Dinge können passieren. Starten wir nochmal durch. Jetzt muss ich nur kurz überlegen, in welche Richtung wir ziehen müssen. Kann sein, dass gleich alles explodiert und dann müssen wir sowieso laden. Ich glaube, eine echte Rakete. Ja, wir laden. Ist natürlich blöd, dass sowas in einem Tutorial passiert, aber was soll ich machen? Durchladen oder nochmal laden im Übrigen über die Taste F9. Wir werden diesmal eine etwas andere Landezone einnehmen, damit das nicht mehr weiter.
es diesmal ein bisschen besser. Hier im Krater sollte es einigermaßen gerade sein von unten runter. Schauen wir mal. Wer von euch hat eigentlich den neuen Star Wars schon gesehen? Ich muss ja sagen, beim Kino, ich fand den Film absolut begnadet. Nach meiner Meinung der beste Teil der Serie. Für mich dafür jetzt wieder eine Runde aufzureißen. Aber es ist tatsächlich einfach nur so viele lustige Szenen, so viele Plots, die einfach dazu passen. Schon einigermaßen reduziert. Ich drücke jetzt nochmal die Taste F5, um das Ganze abzuspeichern und beschleunige ein bisschen. Was ich nicht möchte, ist nochmal in so einem Krater landen. Das hat eben keinen so wirklichen Spaß gemacht. Wir verzögern wieder etwas. Wie gesagt, dadurch, dass ein sehr hoher Bericht ist, muss man ein bisschen weiterentwickelt sein. Ich bin auf 5 Sternen, vielleicht bei 2 oder 3. Das heißt, er kann mit automatisch halten. Müsste das halt mal in Gelder anstellen. Beschleunigen wir noch ein bisschen die Zeit und hoffen, dass der Antrieb, den wir dabei haben, reicht, um uns jetzt zu bremsen. Ihr seht, wir kommen diesmal ganz in den Hintergrund als in den Kram bei dem Versuch. Hat vielleicht, hoffentlich, wenn wir es schaffen, auch rechtzeitig zu bremsen. Mit Vorteil, dass wir das mal auf der Oberfläche verschellen. Jetzt wäre die perfekte Gelegenheit, wenn der Untergrund, wenn ihr seht, der Untergrund ist schief, nicht geeignet zum Landen, dass man nochmal durchstartet, Geschwindigkeit nochmal bis Steigen nutzt, dann zum Beispiel hier hinten auf der Ebene landet. Können wir machen, wenn ihr wollt. Dann gebe ich jetzt hier einfach Vollgas. Sorgen wir dafür, dass wir nicht so schnell werden. Jetzt hatten wir quasi gerade den Nullpunkt. Jetzt neigen wir uns die Rakete so, wie wir sie auch lang runterfliegen können. Hängen wir ein bisschen Gas zum Steigen. Stoppe komplett, drehe uns wieder Retrograde. Wenn wir Retrograde sind, müssen wir auch direkt wieder quasi Vollgas geben, damit wir kurzzeitig Vollgas geben, damit wir die Rakete wieder eindrehen können. Das Ganze bringt dann ein bisschen mehr Ruhe dahin. Hätte ich diese Rakete jetzt nicht so
schlecht konstruiert, können wir sogar hier aus der Sicht von Bob sehen, wie wir landen. Es gibt Leute, die machen Videos, wo sie komplett nur aus der Cockpit-Perspektive ihre Flüge machen. Mein tiefster Respekt für die, die das können. Ich glaube, dieses Level werde ich niemals erreichen. Gut, wie man sehen kann, sollte es jetzt auf jeden Fall besser laufen als beim letzten Versuch. Wir kommen mit 4,5 Metern in der Sekunde und ich beschleunige noch ein bisschen beim Aufsetzen. Schalte ich den Antrieb ab, sie hüpft 2-3 Mal und wir sind gelandet. Das ACS und das SAS schalte ich aus, verbraucht nämlich sonst einfach sinnlos Strom und Monopropellant eventuell. Ja, und wir sind gemeinsam das erste Mal erfolgreich auf dem Moon gelandet. Was wir jetzt machen, ist natürlich alles an wissenschaftlichen Sachen abfeuern, was überhaupt nur möglich ist. Für die richtig Guten unter euch, die könnten jetzt hier schon einen Rover dabei haben und mit dem Rover durch die Gegend pesen. Hätte einfach den Vorteil, dass ihr mehr als nur jetzt hier den East Farside Crater mitnehmt, den wir jetzt hier besuchen, sondern dass ihr eventuell auch noch die Midlands, Highlands, Lowlands oder irgendeinen anderen Krater besucht. So, steigen wir aus, drücken wir die Leertaste, die Taste R, und starten unser Jetpack. Dann können wir nämlich hier mit Bob, noch bevor wir den ersten Fuß draufsetzen, schon die ersten Daten wieder einsammeln. Und wenn wir dann gleich nochmal gestartet sind, das Experiment auch gleich wieder zurücksetzen. Plupp, umgefallen. Tolle erste Schritte auf dem Moon. Aber Leitern gibt es zu dem Zeitpunkt noch nicht, sondern nur Sprossen. Machen wir hier unseren EVA-Report, nehmen wir eine Bodenprobe, die alleine gibt 120 Wissenschaftspunkte. Das ist zu dem Zeitpunkt, an dem ihr euch da befindet oder befinden solltet, ist das einfach so viel. So, ich empfehle euch, stellt euch davor, drückt die Shift-Taste, um hochzukommen, aber markiert vorher schon das Experiment, das ihr einsammeln bzw. wiederherstellen wollt. Spart euch einfach ganz gewaltig Zeit quasi. Gut, dann haben wir hier quasi alles gemacht, was wir machen wollten, außer einer Sache. Komm, pack mal dein Jetpack wieder ein. Der läuft ein bisschen komisch. Und zwar, Rechtsklick drauf und Plant Flag. Jeder Körbonaut hat eine Flagge dabei. Plöpp. So, was ihr auf jeden Fall vergeben müsst, dann ist der Name dafür. Das ist eine Widmung an euch, dass ich mit euch hier war. Ja, auch die erste Flagge ist ein Achievement, das ihr bekommen könnt. Nun gut, nachdem wir das alles gemacht haben, hätten wir jetzt theoretisch sogar noch genug Treibstoff übrig, um nochmal komplett zu starten und woanders hinzufliegen. Aber das soll jetzt für heute erstmal reichen. Ihr seht hier oben wieder alles, was aufgenommen wurde. Was wir jetzt noch machen, ist, wir machen noch den Crew Report. Gibt auch nochmal 20 Wissenschaftspunkte. Alles mitnehmen, was geht. Ich zeige euch nochmal, was wir hier haben. Also, es sind jetzt 11 Sachen. 48, 0, weil wir es schon hatten. Nochmal 0, 4,6, 50, 120, 32, 100. Ihr seht hier unten aber auch, wie viel wir bekämen, wenn wir das Ganze übertragen würden. Ist im Moment sowieso nicht möglich, weil wir haben keine Verbindung, weil diese Rakete einfach noch keine Antenne hat. Aber ihr verliert beim Übertragen immer ein bisschen was. Wenn ihr halt unbemannte Drohnen losschickt, dann bleibt euch teilweise nichts anderes übrig, als das Ganze zu übertragen.
Ansonsten geht es halt verloren. Aber es ist immer besser, wenn man das, was ihr generiert an Wissenschaftspunkten, auch wieder auf den Planeten zurückbringt. Um euch das nochmal kurz zu zeigen, das habe ich im letzten Video schon erwähnt. Ihr könnt jetzt hier, er hat im Moment nichts dabei an Experimenten. Ihr könnt einen Rechtsklick drauf machen und ihr könnt alle Daten da komplett rausnehmen. Dann ist nichts mehr in der Kapsel und er hat alles dabei. Wenn ihr es schafft, ihn zurückzubringen, habt ihr auch automatisch alle Daten. Oder ihr lasst ihn zusammen mit der Kapsel einfach wieder landen. Gut, wir machen Quick Save. Und nachdem wir dann jetzt hier alles erledigt haben, was erstmal so wichtig war, würde ich vorschlagen, wir aktivieren wieder unser RCS durch Drücken der R-Taste und unser SAS durch Drücken der T-Taste. Stellen unseren Antrieb jetzt gleich wieder auf Z oder durch Z wieder auf Maximum und richten uns hier wieder in Richtung 90 Grad aus. Wir haben jetzt noch ein bisschen was in der Hand übrig. Wahrscheinlich würde das reichen, um zu nachkommen. Es war einfach alles nur sicher zu lassen. Das Einzige, was jetzt noch kommt, ist mit der eintreten oder irgendwann zum Sprich mit Angst, die hier jetzt auslösen. Nur den einen hier in der Mitte speisen, wenn wir abtreten. Und dann nur noch diesen kleinen Teil, der ist. Der mit uns zusammen zurück nach dem Körper fliegt. Darf ich hierdurch nochmal während dem Flug über dem Moon ins wissenschaftliche Moment. Das ist diese Sache mit mir Moon. Bringt euch vielleicht nochmal ein kleines bisschen mehr. Es ist jetzt einfacher als während dem Startvorgang, sage ich mal. Jetzt lassen wir die Zeit ein bisschen verstreichen. Jebediah soll die ganze Zeit Procreate bleiben, also in Flugrichtung. Gucken hier oben, dass wir bei also 28 Kilometern fangen wir an, wieder Vollgas zu geben. Sollte reichen, um uns dann wieder in einen Orbit zu katapultieren. Wir drücken der M-Taste auf die Map-Ansicht und diese Karten-Ansicht. Ihr seht schon. Dort weiter Procreate brennen, müssten wir automatisch unsere Umlaufbahn immer näher zu Kerbin bringen und könnten dort dann per Aerobrake zum Beispiel könnten wir das Ganze regeln. Wir haben noch 675 Meter pro Sekunde plus den kleinen Tank dort. Das heißt, wir probieren das jetzt mal kurz gemeinsam aus, ob ich mich da jetzt genau, ob ich mich da jetzt gerade vollkommen geirrt habe oder ob das so richtig ist. Stellen wieder auf Procrate. Der Bedeier dreht die Rakete dementsprechend ein. Und wir zünden mit. Aber wir uns befinden, wird das nicht das Panikieren sein. Wir wollen direkt so sein, dass wir den Treibstoff so verwenden. Hier, der nach. Nach demselben Prinzip kann man auch hier zum Beispiel direkt mit Flugbahn nach. Einschlagen. Die Sache ist,
Dafür muss man den Weg in die Dessen aufbauen. Wonne und mache es einfach nur auf. Ihr seht, er hat recht. Wir führen uns weit her und verlassen ab immer näher mit dem Blut. Wir werden ab und sparen damit eine ganze Menge Treibstoff, weil wir jetzt viel zu viel davon dabei haben. Wir gehen ganz dicht in die Höhe von 70 Kilometern. 75 Kilometer ist okay, machen uns wieder ein Quicksave. Und ich würde vorschlagen, da die Tanks eh fast leer sind, koppeln wir sie einfach ab. Wir müssen hier jetzt nochmal unseren letzten Tank markieren und machen hier ja, und aktivieren hier die Treibstoffzufuhr. Jetzt haben wir noch sinnlos genutztes RCS dabei, weil wir einfach hier keine Schubdüsen mehr mit dran haben, ist aber nicht weiter schlimm. Wie gesagt, Quicksave kann ich nur empfehlen. Dann machen wir einen Time Warp bis wieder runter auf 75 Kilometer bei Kerbin. Gehen hier auf Retrograde. Das Ganze läuft über ein System innerhalb der Kapsel, dass wir jetzt hier uns hier überhaupt noch drehen können. Das soll nämlich tatsächlich funktionieren. Das ist so eine Art wie eine Metallkugel, die sich die ganze Zeit umkreist. So, bringen uns unser Abgeben auch immer näher. Da hätten wir auch jetzt direkt in die Atmosphäre eintreten können. Es hätte aber, es wären Höhlenjet geworden. Also, wenn wir die Abgeben einigermaßen auf 70 Kilometer haben, das ist eine schöne, geschmeidige, relativ sichere Sache. Wichtig, solltet ihr jemals diesen Antrieb hier verwenden, nicht vergessen, er generiert keine Energie. Also wir verbrauchen jetzt quasi nur Energie und erzeugen keine. In der Zwischenzeit können wir schon mal unsere Fallschirme zusammenziehen. Wir haben hier zwei Arten von Fallschirmen dabei. Einmal den Kohle, 16 Rothschild, haben wir jetzt. Falsch, dann würde ich auch gerne als erstes zünden, sobald wir außen gut sind. Dann im Anschluss alle anderen. Einfach dafür da, die etwas höhere Gelegenheiten und sorgen damit dafür, dass wir, wenn wir die anderen Fallschirme zünden, auf jeden Fall nicht einfach kaputt gehen. Oder dass die Fallschirme nicht kaputt gehen. So, jetzt befinden wir uns wieder innerhalb der Atmosphäre. Ich werfe den Rest, was wir an Treibstoff haben, entweder ab oder aber man verbrennt ihn einfach. Weil sich die Kamera so automatisch verändert, weiß man, man wird die Atmosphäre nicht wieder verlassen und bleibt innerhalb des Atmosphärens. Jetzt bremsen wir quasi noch ein bisschen runter, können wir aber auch sein lassen und werfen ab. Alles, was jetzt noch dabei ist, wird von Jebediah die ganze Zeit nur Retrograde gehalten. Wir lassen die Zeit ein bisschen schneller laufen. So ab 54 Kilometer wird es ungefähr losgehen mit dem Brennen. Und man sieht auch jetzt aus der Sicht von Bob richtig schön, das ist dieses Landemodul eigentlich, womit man, wenn man nach unten guckt, perfekt sieht, wo man hinfliegt. Gut, jetzt gleich beginnt der Brennvorgang und dort kann ich euch nur empfehlen, dass ihr auf jeden Fall nicht die Zeit schneller laufen lasst. Lasst ihr die Zeit schneller laufen, erhöht sich irgendwie durch einen Fehler im Spiel die Atmosphäre und die Atmosphärendichte und die Rakete geht einfach kaputt. Sieht aus der Indoor-Perspektive so aus und aus der Bedias Perspektive sieht man davon gar nichts, weil er sich einfach so weit befindet. Ja, obwohl mittlerweile könnte es sogar sein, dass er was sieht davon. Mal andeutungsweise. Aber man hört mittlerweile den Platz. Ist schon ein richtig schöner großer Feuerball. Der Hitzeschild verliert nach und nach immer weiter. Hier ist das auch schon. Jetzt hier echt ordentlich was Schaden macht.
Reifen. Muss aufpassen. Das ist gut. Sagt nicht zu spitz eintreten, sonst wird man nicht. Über den Ingenieur, der sich hier hielt, das heißeste, ältesten zeigen lassen. Die ältesten sind der falsche, das heißeste ist der Mist. Ist aber auch klar, wenn der durch das Schild hier nicht geschützt wird, das ist auch das Gerät, das gerade Lebensenergie vielleicht verliert, weil es kritisch wird, geht das Teil nicht. Über die Taste F11 kann ich das Hitze auch an der Anzeige lassen. Hier rot ein bisschen älter, beziehungsweise gar keine Farbe mehr ist. Das, was jetzt passiert ist, richtig kacke, weil Jedediah kein Umwerfer hatte. Weiß es nicht. Naja, so kacke ist es nicht. Sorgt es doch dafür, dass wir uns nicht wie so ein Dorn in die Atmosphäre bohren. Aber ehrlich gesagt hatte ich diesen Fehler noch nicht. Hier drüben seht ihr, die Fallschirme sind die meisten rot. Die kann man also noch nicht zünden, aber unsere beiden Fallschirme sind offen. Beziehungsweise farblos. Deswegen können wir sie zünden. Wie ihr sehen könnt. Läuft bei uns. Alle anderen Fallschirme. ACS könnt ihr deaktivieren, SAS könnt ihr deaktivieren. Und ihr könnt die Zeit beschleunigen, soweit ihr wollt. Macht vorsichtshalber nochmal ein Quicksave. Auch da soll es schon zu Bugs gekommen sein. Fallschirme sind jetzt im Moment noch nicht richtig auf, sondern befinden sich aktuell in so einer Art Vorbremsphase. Das kann man wiederum beeinflussen. Zeitbestimmung zurück kann man hier einstellen, bei welcher Fallschirme denn aufgehen sollen. Vorbremsfallschirme sind jetzt bei 2500 Metern aufgegangen. Und die anderen Fallschirme sind eigentlich auf 1000 Meter. Aber ihr seht schon, das war eine signifikante Geschwindigkeitsreduzierung. Wir werden gleich richtig mit einer sehr niedrigen Geschwindigkeit die letzten 1000 Meter hinter uns bringen. Ja, ihr könnt auch, wenn ihr das Ganze ein bisschen beschleunigen wollt, einzelne Fallschirme cutten, also abschneiden. Diese Möglichkeit besteht. Wenn ihr einen Ingenieur dabei habt, könnt ihr die Fallschirme sogar nachdem sie benutzt waren, noch einmal neu befüllen. Geht jetzt im Moment nicht, wir haben ja keinen Ingenieur dabei, sondern nur einen Wissenschaftler und einen Piloten. Von daher, Pech. Das klappt also schon mal nicht. Sieht aus der Indoor-Perspektive dann dementsprechend so aus und ihr seht schon, dieses Modul hier ist extra dafür gemacht, um auf einer Oberfläche landen zu können. Ja. Das passt also. Die letzten 200 Meter, auch hier verweise ich wieder auf diese Anzeige, die ist eigentlich jedem Landemodul oder jedem Cockpit ist die mit drin, dass man sehen kann, wo man sich genau befindet und das deckt sich jetzt auch hier oben mit der Höhe, weil wir halt wassern werden. So, im Wasser sind wir. Gehen wir wieder auf Recover Vessel. Und schauen uns mal an, wie groß unsere Ausbeute jetzt von unserem kurzen Ausflug auf den Moon war. Ah ja, wunderbar. 528 Wissenschaftspunkte. Von diesem kurzen Ausflug. Wie gesagt, da ist alles das dabei, was ihr jetzt im Moment haben könnt. Nicht viel mehr haben wir gemacht. Wie gesagt, das einzig Wichtige, dass ihr euren Astronautenkomplex, der muss ausgebaut sein, damit ihr EVAs machen könnt. Und die Tracking Station, die war dafür, dass ihr... Nee, Tracking Station war nix. Für das Erstellen von Flugplänen, was ich euch in der Navigation im Navball gezeigt habe, ist hier... Mission Control musste dafür einmal upgraded werden und die Tracking Station musste dafür einmal upgraded werden. Und das Research and Development musste einmal upgraded werden, damit ihr während den EVAs irgendwelche Bodenproben nehmen könnt. Genau. Gut, wunderbar. Das soll es dann auch für dieses Video wieder gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch wieder helfen. Es gilt dasselbe wie immer. Lob, Anerkennung, negative Kritik,
alles in die Kommentare. Ich freue mich drüber. Habt ihr irgendwelche Wünsche? Haut sie auch mit in die Kommentare. Ich werde sie beantworten und werde alles versuchen. Und ansonsten verbleibe ich bis zum nächsten Mal.